klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Nach dieser Versuchung ist der Teufel von Jesus gewichen eine Zeit lang, heißt es. Aber das bedeutet, der Teufel kam wieder, um ihn wieder zu versuchen in einer Art und Weise. Und da denke ich mir, war es in Gethsemane und Golgatha, wo dieser Versucher wieder ankam, auch mittels der Menschlichkeit von Petrus oder der anderen Jünger. Und auch wenn der Teufel dann vorzugsweise wieder Worte Gottes genommen hätte, das möchte ich mir jetzt nur mal so vorstellen, da gab es ja die wunderbarsten Verheißungen, die ja Jesus auswendig kannte, das war sein Leben, das war sein Inhalt. Und wenn ihm der Teufel diese Worte in schmähender, höhnischer Art und Weise auf Golgatha in seinem verblutenden, schmerzvollen, elenden Zustand hätte zitiert, was es für ihn womöglich dann bedeutet hätte, wie, ich nenne das jetzt nur mal als Beispiel, wo es doch da so schön heißt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel. Oh, welche Labsal, welche Erquickung, diese Worte. Doch wenn der Teufel sie ihm nun zugeraunt hätte, dort hängend am Kreuz verblutend, wo es nicht den Anschein hat, dass diese Worte irgend wahr gewesen wäre, wo Jesus selbst es hinausruft, ich bin ein Wurm und kein Mensch, so verachtet vom Volk und so verhasst und so schrecklich behandelt, fürchte dich nicht, und ich habe die Furcht, das Bangen, das Zittern in mir. Und dann diese Worte, diese Verheißung aus der Bibel nicht zu nehmen als ein Stein des Anstoßes. Das stimmt doch überhaupt nicht hier, dein Gott hat dich doch gerade verlassen, der stärkt dich doch überhaupt nicht, der hilft dir nicht, der, die rechte Hand seiner Gerechtigkeit, die ist so weit weg von dir. Vergiss es doch einfach. Diese ganzen Versuchen, dem zu widerstehen und standfest zu bleiben, im Glauben, in der Hoffnung, wo es eben nichts zu hoffen gab. Wie es doch auch heißt, er hat gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt. Oder nach Luther, und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, wo menschlich nichts zu hoffen war, wo nichts danach ausgeschaut hätte, dass der Vater ihm beiseite steht, dass der Erlöser da ein Ende machen würde. Dort hat er anhaltend weiter gehofft, weiter geglaubt. Der Anfänger und Vollender unser aller Glauben, der hat es uns vorgemacht. Er hat durchgeglaubt, am Kreuz auf Golgatha stabil zu bleiben. Stabil zu bleiben. Eine andere herrliche Bibelstelle hätte dann der Teufel ihm, in den Klauen des Teufels, hätten die noch tiefgreifende, mehr geistig Wunden schlagen können in unseren geliebten Heiland, wenn man ihm hätte dann zitieren wollen, der Herr antwortet dir am Tage der Not, der Name des Gottes Jakobs schütze dich, er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion, er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alle deine Ratschläge. Wir wollen jauchzen ob deinem Heil und im Namen unseres Gottes die Fahne entfalten. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Und dann das scheinbar Schreckliche,
Der Herr, ich habe doch gebetet, nimm den Kelch von mir, bitte, es ist dir doch alles möglich. Herr, bitte, ich habe gewinselt, ich habe gebetet. Ja, guck doch, schau doch selbst, das ist doch gar nicht wahr. Der Herr erfüllt deine Bitten nicht. Und der Name des Gottes Jakobs am Tage der Not, hier ist der Tag der Not und da ist keine Antwort. Und er hat es selbst gesagt im Psalm 22, es wird aufgelistet. Ach ja, und dann willst du danach festhalten, willst du das noch denken, dass da vom Heiligtum, vom Himmel, da kommt überhaupt keine Hilfe. Da ist alles duster und dunkel und finster und taub und stumm. Dein Gott ist lang verreist, er ist weg, der sieht nicht mehr zu dir. Und er gebe dir, was dein Herz begehrt. Ist doch gar nicht wahr. Die Bibel lügt. Die Bibel ist nicht die Wahrheit. Und da dann zu widerstehen und da dann die Balance in dem zu finden, halt, halt, halt. Was habe ich mir zu meinem allerhöchsten, größten Begehren gemacht? Das hat Jesus ausgesprochen, als er gesagt hat, aber, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und hier sehe ich, geht der Schlüssel direkt ins Schlüsselloch der Schatzkammer der Herrlichkeit Gottes. Dein Wille geschehe. Und hier mit diesem Schlusssatz von Jesus und dieser schlussendlichen Entscheidung durchzubeten, durchzudringen, weg von seinem eigenen Bedürfnis, weg von seinem menschlich-fleischlichen Wunsch, um doch zu überleben, wegzukommen, hinzukommen zu dem, ich will nichts so sehr, als wie, dass der Wille meines Gottes sich erfüllt. Und dann von dieser Position aus war es wieder, weil Jesus derart weitergegangen ist, derart weitergeglaubt hat, derart den Maulbeerbaum versetzt hat ins Meer mitsamt seinen Wurzeln. Ja, er hat gesiegt, sein Glaube hat gesiegt. Da stimmt nämlich plötzlich wieder alles. Ja, die Hilfe vom Heiligtum, die ist gekommen auf Golgatha. Und die Stärkung war auch da. Es war genug Kraft für Jesus Christus vorhanden, um auszuschreien, es ist vollbracht. Und Gott hat meine Ratschläge erfüllt, weil ich seinen Willen zu meinem Wunsch gemacht habe. Und so hat es mir gegeben und so kam am Ende der jauchzende Sieg von dem Heil im Namen unseres Gottes. Die Fahne des Glaubens, die Fahne der Liebe, des Panier seines Geistes über Golgatha wehen zu lassen, dass dieser Berg auf eine ganz, ganz andere Art und Weise sich aufgelöst hat. Und zwar göttlich, übermenschlich, fantastisch. Und der Herr hatte seine Bitte tatsächlich erfüllt. Der Wille des Vaters ist geschehen. Nun, am Ende, habe ich erfahren, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, dass er ihm antwortet von seinem Heiligtum mit den hilfreichen Taten seiner Rechten. Das ist Erfolgsgeschichte. Das ist es, wie unsere Schwierigkeiten, unsere Schmerzen, unser Leiden verwandelt wird durch die Inspiration gottgemäßen Glaubens auf eine Art und Weise, dass wir am Ende staunen werden. Staunen werden, mein Gott, du hast alles recht gemacht. Dass wir hier und heute erleben können, beides ist vorhanden. Die Hoffnung, die sich verzieht, also die sich nicht erfüllt, die lange auf sich warten lässt, die ängstet das Herz. Wenn's aber kommt, was man begehrt, das ist wie ein Baum des Lebens. Und genau dies geschieht in der Verwandlung, wo ich
den Verzug. Auch den Verzug, dass Jesus noch immer nicht gekommen ist. Auch den Verzug von dem, wo ich jetzt sehe, dieses antichristliche Ungetüm in dieser Welt, volle Kontrolle über uns alle und diese ganze Überwachung der Menschheit, alles brodelt sich so zusammen und das Ängste, das Herz. Aber es kommt, was man begehrt. Und mein Glaube begehrt die Erlösung Jesu Christi, die Entrückung, die Herrlichkeit, den Himmel. Das ist am Kommen. Und da ist in meinem Herzen der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, die Hoffnung auf Jesus, mitten in all den Unbillen, mitten in all den Schrecken, der ist gepflanzt. Und der steht, auf was für einem Fundament steht der? Der steht auf dem Fundament, wo der, wie hat es gesagt, Petrus, auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name, der Name Jesus Christus, diesen Mann hier, den ihr seht und kennt, gestärkt. Und jetzt kommt, jetzt bitte aufachten. Bitte, bitte darauf achten. Und der durch ihn, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Schlussendlich werden wir begreifen, das, was hier eine Glaubensschwester auch gesagt hat. Und selbst der Glaube in uns, ich meine, der ist ja von Gott. Das ist doch nicht, den lasse ich doch nicht wachsen. Klar, man kann was dazu beitragen, das schon. Aber das Samenkorn von dem Glauben und das Wachstum selber, das gibt ja alles Gott, gell? Und wenn ich praktisch dann durch meinen Glauben dann nicht solche gewaltigen Wunder tun kann, oder wenn ich mit meinem Glauben oder durch meinen Glauben jemand nicht gesund machen kann, da würde ich doch verzweifeln, wenn ich das alles auf mich beziehe. Nee, ich schiebe das halt dann, wie soll man sagen, schieben, ja genau. Ich schiebe das dann zum Herrn rüber. Ich sage mir ja, wenn der, ich bete das, aber ich würde es dann bestimmt auch nicht 100-mal beten. Ich würde es ein paar Mal und dann würde ich halt denken, naja gut, wenn Gott jetzt da nichts macht, hat er seine Gründe, muss ich als Mensch zufrieden sein, ändern kann ich es nicht. Und vor allem darf ich mich nicht verrückt machen, dass es jetzt auf mich persönlich beziehe und meine, oh, mir reicht's nicht. Das war nicht genug Einsatz oder sich gar noch einreden zu lassen, wie manche das gemacht haben. Ja, ich bin halt nicht richtig gläubig oder mir fehlt dies und das. Und nee, also so kann man das nicht, sonst wird man ja närrisch, oder? Und selbst der Glaube in uns, ich meine, das ist ja von Gott.